Ja, Leute, willkommen zurück. Danke fürs Einschalten zum nächsten Part Crusader Kings 3 mit Michi 1. Hallo. Hallöchen. Sehr schön. Michi 1, gibt's Michi 2? Für mich nicht, für mich gibt's nur dich. Das ist nett. Sehr schön. Jo, wir haben uns im letzten Part auf zwei Fronten gleichzeitig verteidigt. Also im Norden deinen quasi Aufstand, ne, Aufstand kann man nicht sagen. Was war es? Unabhängigkeitskrieg so in der Richtung, sowas in der Art? Ich habe gerade überhaupt Krieg erklärt. Grafschaft von Burgau, gell? So, was solltest du dir merken, Michi? Ich glaube, die mögen dich trotzdem nicht. Die bin ich verbündet. Nein, nein, irgendwer anders hat mich attackiert. Genau, und in Italien hat er Michi, also er hat jetzt Pula erobert. Das ist eigentlich Istrien, würde ich jetzt sagen, heutzutage. Ja. Ja. Und genau. Und jetzt schauen wir einfach mal, du musst jetzt eh, glaube ich, auch ein bisschen schauen, wie es mit dem Geld aussieht und ein bisschen also sparen, oder? Die Stadt Pula selber gibt es schon noch. Genau. Ja. Ja, nein, also sparen, ja, ich habe jetzt 700 Gold wieder. Wieso hast du so viel? Weil ich den Papst angeschnurrt habe und richtig fett viel Geld gewonnen habe, weil ich den bekommen habe, weil ich den Krieg gewonnen habe. Ja, perfekt, sehr gut. Ja, Armeen ausfüllen, auffüllen heißt es bei mir gerade. Ich habe 2700 Mann nur noch von den 3-4, das heißt, jetzt warten wir mal ab. In unserem Reich gibt es recht viel Krieg von unseren Vasallen, was eh nicht so schlecht ist. Vielleicht fällt der ein oder andere mächtige Vasall da weg. Ja, das wäre nicht schlecht, gell? Ja, also sollen es einfach mal. Ich habe jetzt ja auch schon 8 Vasallen. 9. Sollte man echt wieder ein paar Ritter in den Hof einladen. Wie viel kannst denn du machen? 8. Ah, okay. Die Ritter, die ich habe, sind alle recht mies. Ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich mal generell vorankomme. Also ich kann nur 3 von 3 Kriegsvölkern. Meine Cousine wurde gefangen genommen. Nicht Ramgelika. Mag ich die? Egal. Also ich komme da nicht so wirklich voran. Ich muss schauen, dass ich jetzt irgendwie mal meinen Kriegerorden ausbauen kann, dass ich da einfach, also Kriegerorden, sorry, jetzt bin ich komplett abgedriftet, meine Kriegsvölker, so, und die ausbauen können. Schaue ich gerade, ob es da irgendwie so einen Lebenswandel gibt. Anzahl der Ritter plus 4. Harold. Oh, das ist gut. Kampfgeschick 18. Er ist leider verwundet. 70, nee, ich warte noch, vielleicht kommt noch ein Ritter. Kleiner Hafen in Pula ist gebaut. Ah. Ich habe mir noch nie so richtig die Lebenswandelpunkte bei der Kriegsführung durchgesehen, muss ich sagen. Gibt es eigentlich echt aber ganz coole Geschichten. Was habe ich mir auch nie angeschaut, das fand ich irgendwie nicht so. Ich habe immer Angst, dass er in der Schlacht stirbt, deswegen lasse ich das meist. Ja, dabei muss das ja nicht mal selbst. Aber das Anzahl Ritter plus 4 finde ich extrem cool. Ja, vielleicht mache ich das in Zukunft. Schau mal, wir müssen halt irgendwie schauen, dass wir unser Bündnis hinkriegen. Ja, ich muss mal schauen, was ich jetzt noch so weiter ausbaue, nachdem ich so viel Geld habe. Ich finde halt, Orte ausbauen ist unglaublich hilfreich. Kurze Frage in die Runde an alle Biologen. Wie viele Generationen braucht man, bis es nicht mehr als Inzucht zählt? Ja, wann können wir wieder verheiraten? Wir sagen, das ist eine berechtigte Frage, aber irgendwie ist es auch eine komische Frage. Es ist eine richtig komische Frage, ja. Just go with the flow. Habe ich jetzt noch irgendwelche Ansprüche? Ich habe einen Anspruch aufs Königreich von Bayern, auch spannend. Das kriegst du aber nicht. Ja. So, jetzt bin ich wieder ziemlich pleite. Sehr gut. Es werden erstmal 4 Häuschen ausgebaut. Oh. Gegen den habe ich keinen Kriegsgrund. Aber ich könnte mich echt in Kroatien ein bisschen weiter ausbreiten. Könntest du theoretisch. Grafschaft von Baden. Die gehört schon zu mir. Oha. Habe ich denn das geschafft? Katholischer Kroate. Und Ingolstadt klopft. Was? Sei gegrüßt. Ich glaube, ich hier mit einem Festmahl, wenn ich hier bin. Frontenhausen, der mag mich nicht.
Ah, mit dem habe ich einen Waffenstillstand, das ist schon mal schlecht. Klimm mal die Einladung ab. Der würde gehen, der hat aber 2100 Mann. Ich werde hier mal schauen, dass wir da einen Kriegsgrund bekommen, damit wir weiter Richtung Kroatien gehen können. Warum finden die jetzt Krieg? Angreifend. Was will ich? Das will ich. Auf Hohenburg. So, dann warten wir mal ab, bis wir den Anspruch haben. Schauen wir da eigentlich aus. Der Ratsmarschall ist nicht sonderlich gut. Warum fängt denn der einen Krieg an, wenn den nicht gewinnen kann? Aber was ist das für ein Bauernaufstand da oben? Wo? Bei Nordgau. Woher kommen die Bauern? Philipp, guter Also, Name. Bei finde ich kein Nordgau. Problem, aber Da oben? ja, ganz im Norden. Ah ja. Wäre eh nicht so tragisch zum Glück, aber. Ich meine, das ist nicht mein Problem, aber wobei irgendwie ist es schon ein bisschen mein Problem. Ich hätte da gern jemanden, der starke Kriegsführung hat. Will da jetzt nicht meine Armee ausheben? Kann ich so, probier es aber mal. Ein rachsüchtiger Zorniger, das klingt eigentlich nicht so cool. Tapfer lüstern. Klingt nach mir. Ich habe da zwar einen Vasallen, glaube ich. Was ist denn das? Jede Ja, aber zwölf Bauernaufstände ist ist echt eine zu wenig. neutrale Armee. Ja, es funktioniert nicht. Okay. Bin jetzt endlich wieder voll. Ich habe meine 300, 3400 Mann endlich wieder. 3.400? Nice. Was hast du? 6-4. 6.400. Nice. Das heißt, bei den nächsten zwei Kriegen unterstützt du mich, oder? Genau. Ihr verliert jetzt gerade wirklich gegen Bauernaufstand? Das ist ja peinlich. Oh Gott, das schaut wirklich so aus, ja. Kann sein, dass du andere Vasallen kriegst da oben. So einen Bauernvasallen. Stelle ich mir irgendwie ziemlich cool vor, weil hier gibt es dann auch sowas wie einen wütenden Mob oder so, den ich in den Krieg schicken kann gegen irgendwen. Das wäre schön. Ja. Was ist denn da los? Mein Bruder und Freund Graf Haribert hat sich als höchst fähig erwiesen, insbesondere bei Verwaltungsangelegenheiten. Dieser Haribert, 18 Verwaltung. So 120. Okay, Ja, das klingt so. gut. Und das nehmen wir. Danke, Haribert. Bitte schön, wer ist Haribert? Mein Bruder. Mein Bruder Luder. Sie ist halt Königin Katharina von Westfranken. Wild. Ja, ich werde dann unten diese 2100 Mann angreifen. Wird trotzdem nicht so ohne. Also ich bin zwar von der Menge her deutlich überlegen, aber der hat gar nicht so schlechte Einheiten. Und Onaga hat er auch noch. Die hatten gerade ziemlich von Latz kommen. Haribert von München. Den kann ich sonst in den Krieg holen. So. Was brauche ich jetzt alles fürs Königreich von Kroatien? Meine Schwester starb an Altersschwäche. Es lebt nur noch eine. Okay. Die Wartruden. Siehst du, sogar die hat Kinder und sie ist homosexuell. Ja. Das heißt heutzutage gar nichts. Nee, nee.
Wen führst du Krieg? Gegen Eschenloh und gegen Geisenhausen. Nicht Geisenhausen. Deswegen angreifend. Ach, der will das. Ja gut, dann macht euch keiner währenddessen, soll mit rechts sein. Aber ich sehe gerade, Ein was halt weniger. ich hab drei Söhne, das ist eigentlich auch voll ungut. Bisschen wegen der Erbteilung dann, gell? Muss ich wieder welche enterben, da muss ich dann schauen, welcher von denen der beste ist. Die Ramhilde ist ein Genie. Sie ist zwar erst ein Jahr alt, ich weiß nicht, wie man das feststellt bei einer ein Jahre alten. Alle Kinder von mir sind Genies. Tatsächlich, alle vier. Wie geil ist denn das? Warum sind bei mir alle Gicht geplagt? Siehst, du hast Genies, ich hab. Nee, umgekehrt. Die nehmen wir mal. Könntest du bitte deinen Bauernaufstand in den Griff bekommen? Ich kann dir nicht helfen. Das kann doch nicht so schwer sein, Mann. Das ist wirklich, wirklich peinlich. Nein, kann er nicht, weil er 180 Mann hat und das sind 1600 Bauern. Oh mein Gott. Der wird halt echt von Bauern aufgemischt. Das für schwache Baronien. Vielleicht sollte ich denen mal ein Gebäude spendieren oder so. Ja. Oder sollen die auch irgendwie selber machen? Die Kontrolle ist teilweise echt niedrig. Das finde ich auch ein bisschen doof, dass ich in meinem eigenen Reich nicht beim Bauernaufstand helfen kann. Ja, weil du dich nicht mit sowas abgeben musst. Die Bauern gehören ja auch dir, Ja, quasi. aber dadurch verliere ich Kontrolle, wenn die hier alles aufräumen. Das stimmt, ja. Das hätte ich gern noch. Geteilte Aufmerksamkeit. Dann werden wir wahrscheinlich umsiedeln. Ja, sobald wir den Anspruch haben, geht's runter Richtung Kroatien. Ich sag's dir, König von Kroatien. Drei Parts noch. Na, Let's go. schauen wir mal. Öffentliche Was? Bauarbeiten, aha. Das ist eine neue Entdeckung gemacht. Also nicht der Glauben, sondern die Kultur. Bayerisch. Mein geliebter Neffe. Es ist mir gegangen, dass mein Neffe Landpert ein sehr attraktiver Mensch ist. Ah. Oh. Michi, du bist der Kulturoberhaupt. Ja. Haben wir uns da nicht irgendwas Cooles rausgesucht, was man dann machen kann? Ja, ich glaube, Was? das ist eh gerade dabei. Was haben wir jetzt gerade entdeckt? Öffentliche Bauarbeiter. Okay. Da. Ja, ein paar Sachen passieren eh automatisch mit der Zeit. Ein paar kann ich ansteuern und derweil machen wir Haustruppen. Also öffentliche Bauarbeiten ist einfach. Ah ja, Haustruppen war das. Öffentliche Genau. Bauarbeiten ist einfach, dass quasi die bestehende, der maximale Malus für bestehende Entwicklung bei 20 liegt. Aha. Ja. Ich meine, mir wäre jetzt nett gewesen, wenn irgendwie, keine Ahnung, Stadtplanung oder so entdeckt worden wäre, so instant, aber Ja. gut. Eine Frau ist schon wieder schwanger. Gerade echt alles gegen Bauern. Meine Frau ist griechisch-orthodox, aber jetzt habe ich sie Bekehrt. bekehrt, ja. Meine, die haben schlechte Güte, das muss doch, weiß nicht, irgendwie automatisch passieren, oder? Da musst du ja nur in ihre Richtung schauen und die müssten eigentlich schon tot umkippen. Und der steht da oben mit 1100 Mann auf drei unterschiedlichen Armeen, keiner bewegt sich. Ah ja. Es fällt alles auf mich zurück, dass ich schlechter Herrscher dastehe. Ja. So funktioniert das Leben. Aber ein Vasall weniger. Sehr gut. Na schau. Das ist ja schon mal ganz gut, oder? Graf Amelrich, du bist meine letzte Hoffnung. Du bist mein stärkster Vasall. Nach dir natürlich. Das war jetzt knapp. Das ist
Mach was gegen die Bauern. Mächtige Bauern, ne? So, ich habe gleich den Anspruch, also bei mir geht es im Süden gleich los und ich habe gerade 666 Geld. Ha! So. Passt. Anspruch erhalten. Das ist so traurig. Jetzt hat er das auch noch eingenommen. Macht sie kaputt, meine Kontrolle! So, Krieg. Anführer Ernst von Bauernaufstand, der ist 22. Könnt ihr nicht einfach umbringen? Mit dem klingenden Namen Ernst von Bauernaufstand? Ja, es steht Anführer Ernst und dann halt wie immer von Bauernaufstand. Der Sack hat gerade echt 300, 800 Söldner, glaube ich, genommen. Warte mal, was ist denn das für ein Glaube? Griechisch-Orthodox? Moment. Kreuzritter? Ich bin nicht im Krieg mit jemandem eines feindseligen Glaubens. Hä? Ja, weil griechisch-orthodox auch ein christlicher Glaube ist. Ach so, verdammt. Stimmt, wir haben ja gesagt, dass... Okay. Da musst du schon woanders hin. Aber ich glaube, hier in Europa bist du ziemlich aufgeschmissen. Ich werde jetzt meinen Verbündeten dazu holen, den... Geht nicht. Ja, also in Spanien kannst du dann anfangen. Da sind Muslime. Stimmt, ja. Ja, aber ansonsten... Das ist sicher praktisch, gell? Ja. Byzanz ist auch christlich, nach Byzantinischen Reich geht's wieder. Ich muss jetzt echt Söldner nehmen, weil ich kann keine Mitvasallen in den Krieg ziehen. Wie geil ist denn das bitte? Nicht? Ja, du kannst mich ja auch nicht dazu rufen, gell? Na, weil wir nicht mehr verbündet sind. Ah ja. Das ist voll doof, dass ich dir nicht so einfach einen Bündnisantrag stellen kann. Und ich kann nicht heiraten, ja, aber ansonsten... Ja, sonst was ist, wenn wir einfach ein bisschen Inzucht riskieren? Dass wir einfach das Opfer haben. Such mal ein Opfer. Brauchen Waldendorf, oder nicht? Also ich würde ja ganz gerne einen Sohn loswerden. Willst du einen Sohn loswerden? Er ist Genie. Warte, ich stöber mal kurz bei dir. Wie heißt denn er? Nikolas, 4 Jahre alt. Ich will nicht, dass der Philipp Inzucht betreibt, das kann ich jetzt nicht. Aber... Eine Tochter von mir, da. Prinzessin Elisabeth von Bayern. Die ist 2. Die ist gerade frisch geboren. Ja, er ist 4, das passt. Aber die könnte halt echt inzüchtig werden. Ja. Das wird schon alles gut gehen, Michi. Die Eigenschaft inzüchtig wäre, das wäre minus 5 auf alles. komm, Michi. Aber ich will doch kein Inzuchtkind bei mir haben. Manchmal muss man Opfer bringen. Du schuldest mir was. Ich habe dir in 2 Kriegen geholfen. Ich bin ein König, das ist das Mindeste. Oh Mann. Sollen wir das wirklich machen und dann matrilinear? Hier ganz ehrlich, wir kennen unsere Kinder. Das wären Babymaschinen. Ihr meine ist ein Genie, der wird schon checken, dass das nicht gut ist. Du kriegst einen, der Genie ist, also der hat jetzt schon Kriegsführung 8 mit 4 Jahren. Ja, okay, probieren wir es halt. Probier's. Yes. Ich war noch nie so glücklich. Und dann haben wir das ganze Reich in den Abgrund gestürzt. Oh nein. Warte mal. Achso. Wie heißt sie? Elisabeth von Bayern? Ja, ich habe schon die Anfrage gestellt. Achso, hast du schon. Sehr schön, Bündnis geschmiedet. Das wird so schlimm. Ich kann meinen Lehnsherrn nicht als Verbündeten in den Krieg rufen. Das ist ja nervig. Hoppla. Ich muss das anders machen. Ein totaler Schmarrn jetzt.
Muss jetzt einfach mal in den offenen Kampf gehen gegen den. Ich kann dir leider auch kein Geld schicken, weil ich bin ein bisschen blank. Na, Geld habe ich noch 390. Achso. Deswegen habe ich eh einmal Söldner dazu genommen. Die 700 irgendwas, die da jetzt. Die Kompanie des Hutes. Wahrscheinlich verlieren. Moment. Du könntest das eh joinen. Wirklich, kann jetzt mal wieder langsam was gegen die Bauern machen. Die zerlegen hier mein ganzes Reich. Du kannst da nichts machen? Nee. Ja, ich bin jetzt leider zu spät, also ich habe jetzt gerade die Söldner ziemlich geopfert. Das ist halt wirklich das Problem, dass ich da automatisch Kontrolle verliere, wenn da irgendwie eine Schlacht oder so passiert. Klar. Was ist das denn jetzt schon wieder? Speer von Graf Leopold. Wolf, bist du eine 19? So, jetzt sind wir da in einer großen Schlacht. Oh Gott. Ich habe noch Zwillinge gekriegt. Schon wieder ein Sohn. Du hast noch Zwillinge gekriegt? Ja. Ich habe jetzt... Ja, 6 Kinder. Sie ist schon wieder ein Genie. Hey, er auch. Richtung Verwaltung. Bei ihr vielleicht in Richtung Ränkespiel. Oder Bildung ist sicher auch nicht verkehrt. Kann ich sie als Ärztin nehmen? Die Ramhilde kriegt Ränkespiel. So. Los geht's. Also die flüchten da nach oben. Das ist komplett auf Augenhöhe. Die könnte ich echt gut brauchen da, aber... Aber nein! Also ich habe jetzt bis auf Mundschenk alle Hofe da sogar belegt bei mir. Okay. Aber das gewinnst du gerade so die Schlacht, oder? Ich wirb halt jetzt nochmal Söldner an. Rechtzeitig rüberkommen werde ich, glaube ich, nicht mehr. Leider. Ah, es zahlt sich gar nicht aus. Gehe ich gleich auf die Stadt. Jetzt scheint es sich zu drehen, glaube ich. Ja. Jetzt geht es in die richtige Richtung. Ganz ehrlich. Ja. Wenn der gegen Bauern alles verliert, soll mir recht sein. Ja. Wenn du es nicht mehr schaffst, sich gegen Bauern zu verteidigen, dann gibt es keinen Grund, dass er mein Vasall ist. Da hast du recht. Kann ich mit der Söldnerarmee gar nichts einnehmen? Ich habe mit der Schlacht schon gewonnen. Wirklich? Ja. Sehr schön. Zum Glück. Ich habe eine wertvolle Geisel genommen, nämlich den Anführer. Kleinwüchsig. Achso, direkt den Anführer. Das ist natürlich spitze. Jetzt bin ich eins über der Domänenschwelle. Jetzt muss ich kurz schauen, wann ich den Lebenswandel... Zwei Lebenswandlerstufen brauche ich noch. Ich kann es theoretisch. Gott, ist das jetzt mittlerweile schon eine große Bauernarmee. Mein Erbe ist 13, ich kann ihm theoretisch die Grafschaft unten geben. Ja, wann kann man den Bauernaufstand stoppen? Jetzt gehe ich gleich in den Krieg mit denen. Ich brauche neue Ritter. Leider keinen. Ich ihm Kriegsbeitritt anbieten, Bauernaufstand.
ganz ehrlich, ich mach das jetzt wirklich. Wirklich? Ja, das kann ja nicht sein. Ich lass mich da jetzt nicht unterm Buttern von ein paar Bauern. Das wäre jetzt gelacht. Mein Freund Samuel ist verstorben. 40 Anspannung. Gehen uns mal auf eine Jagd. Oder naja, schauen wir mal. Jetzt in Kampfgeschick, das brauche ich auch nicht. Moment mal. Mal vom Tempo ein bisschen runter. Haben wir noch irgendwelche Höflinginnen, die unverheiratet sind? Unverheiratet. Geschlecht weiblich. Krass, da gibt es nur zwei Geschlechter. Verrückt. Was? So. Oh, sehr schön. Minus 10 Anspannung. So, die ist schon verlobt. Silje von Waltendorf. Korrupter Steuereintreiber. Oh nein, im Puller. Kampfgeschick. Boah. Gut. Der hat ein Kampfgeschick von 29. Den werde ich mal 29. heiraten. 29? Mhm. Kacke. Aber das ist noch zu wenig. Passt, ist schon mein Ritter. Und dann haben wir da hier nochmal Kampfgeschick. 27. Ja. Das ist schon praktisch, dass man da seine Cousinen einfach mal verheiratet. Und dafür hat man einen Ritter mit 29 und einen mit 27 dazu gekriegt. Ja. Schon mächtig. Danke. Ich kann sogar noch einen nehmen. Das werde ich jetzt in Zukunft schneller machen, weil dann mögen mich die Leute auch. Mag dich. Moment kurz, Riese. Hier kann ich das ja leider nicht machen. Schon wieder ein Kind gekriegt, also nicht ich. Meine Cousine. Ich habe jetzt übrigens schon 4600 Mann. 4000 Euro, das geht ja schnell. Achso, ja, wegen den Söldnern natürlich, ja. Genau. Stimmt, verdammt. Die werden jetzt dabei noch dazu gezählt. Wo haben wir die eigentlich? Da haben wir. Moment. Das Ostfrankenreich kriegt gerade massivst aufs Maul von Polaben. Also wirklich massivst. Wo? Polab? Frankreich? Das ist aus Frankreich, ja. Ah ja. Das Ostfrankenreich hat noch 228 Mann. Das ist deine Chance. Ein Vasall von mir hat Anspruch aufs komplette Ostfrankenreich. Was? Ja. Also ich wäre dabei, wenn du denen den Krieg erklärst. Ja, aber das große Problem ist halt, dass ein Vasall einen gleich großen Titel hätte wie ich. Ach so, weil du ihn dann quasi zu dem machst. Genau, ja. Ach so, ich dachte du, okay, das ist blöd. Das heißt, ich bräuchte meinen eigenen Anspruch aufs komplette Ostfrankenreich. Boah. Das wäre der nächste große Schritt für dich dann, oder? Genau, weil dann fehlt mir am Ende nur noch Lothringen, das wäre mini, also mini klein. Mhm. Hätte ich das? Friesland ist klein genug, das kann ich glaube ich einfach so overrulen, weil ich dann genug Grafschaften hätte. Mhm. Und dann wäre ich schon, wie sagt man, was ist es? Hätte ich das Kaiserreich von Germanien. Ziemlich cool eigentlich. Boah, das wäre echt genial. Ich werde jetzt da noch die Grafschaft von Zada, also die habe ich schon da oben bei der Insel Krück. Da habe ich. Da hätte ich quasi noch, also wenn ich die Inseln dann habe, dann ist der da weg. Weil momentan spaltet der uns mit Pula. Das würde ich ganz gerne als nächstes noch einnehmen. Haben wir da noch Waffenstillstand?
Leider nur einen Anspruch auf eine Gemeinde fingieren. Was das komisch ist, ich habe mit niemandem einen Waffenstillstand. Ja, das habe ich auch nicht. Ja, sollte das doch nicht sein? Habe ich tatsächlich mit von Italien. Alles normalerweise gut. Hat man das doch immer, wenn man danach. Ja, aber hast du ihn nicht komplett ausradiert? Nee. Ja, gar nicht mehr. Zres hat er noch. Ja, das würde ich ihm gern noch nehmen. Na gut, jetzt sind wir eigentlich von dem Bart her schon wieder am Ende. Die Zeit vergeht, Leute. Wie im Fluge. War nicht so unerfolgreich, oder? Nein, für dich nicht. Ja, jetzt sind wir eigentlich echt schon ganz schön groß. Schauen wir mal, wie es weiterläuft. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye, bye.